Teilerseits, ihr seht den vierten und letzten Teil des Freunde fürs Leben Bar Talks mit Sammy Deluxe. Und da sind jetzt deine schauspielerischen Fähigkeiten gefragt, denn der vierte Teil heißt Gesichtsgymnastik. Also ich bin ja schwarz in Deutschland, ne? Meine, ich wurde immer nur für Drogendealer-Rollen angefragt bisher, das muss ich einmal sagen. Ich weiß gar nicht, was passiert jetzt, aber eigentlich darf man als dunkelhäutiger Mensch in Deutschland nur einen Drogendealer spielen. Ja, das ist die Realität, 2019, welcome to immer Germany. Immer noch, ja. Unfassbar, ja, ein Klischee ist gedroschen. Aber jetzt kannst du dir mal zeigen, dass du zu allem fähig bist. Das sind Begriffe und da kannst du dir dann ganz spontan jetzt einen Gesichtsausdruck dazu machen. Ich schieß los. Der erste ist freudig. Freudig. Freudig, hallo. Ich bin extrem räudig und freudig. Siehst du, geht doch. Ja. Furchtvoll. Furchtvoll, so. Das geht, also ich mache immer große Augen, wenn ich Angst habe. Das sieht nicht so richtig ängstlich aus, aber wenn zum Beispiel irgendwelche Frauen mich anfassen in öffentlichen Situationen, ich bin ja so ein Mann. Ich habe noch nie irgendeine Frau an den Arsch gefasst, ne? Aber weißt du, wie viele Frauen mir schon an den Arsch gefasst haben und so? Frauen sind auf jeden Fall, so. Macht ab jetzt keine mehr, glaube ich. Nee, das sollten die echt lassen. Ey. Sexismus ist echt andersrum genauso schlimm, mindestens. So, was haben wir als nächstes? Entschlossen. Ja, ich glaube, es ist einfach so, wie ich immer durchs Leben gehe. So. Entschlossen. Angespannt? Angespannt. Ein bisschen so. Traurig. Das ist eher so, wie die Hunde in Walt Disney Filmen traurig gucken. Ich kann nicht. Also, das ist so, ich dachte immer damit, es hat auch funktioniert auch meistens, Leute. Also bei Frauen auf jeden Fall. Jetzt haben wir enttäuscht. Eigentlich auch so, wie ich die Hälfte der Zeit gucke. Eigentlich. Gegenteil davon wäre zufrieden. Erstaunt. Aufgeregt. Das ist nicht in meiner Natur, sorry. Never. Und beschämt. Ja, das ist echt so ein Ding. Ich glaube, ich gucke echt oft beschämt, aber dann bin ich, glaube ich, in dem Moment tatsächlich zu beschämt, um noch aktiv zu analysieren, wie ich dabei aussehe. Weißt du? Ja. Das sind dann so diese Fremdscham-Momente, die man in Deutschland super oft hat. Ich auf jeden Fall sehe ich bestimmt nicht schön dabei aus. Beschämt eben. Du hast es. Ja. Vielen Dank. Ja, Mann. Dankeschön. Und wann gibt es die Drinks hier endlich? Dann können wir endlich saufen? Wir bleiben bei Kokoswasser. Okay. Hast du noch nie? Auch leer?